So, ihr Lieben, Trockentraining ist momentan unser großes Thema und heute möchte ich drei Fragen beantworten, die immer mal wieder kommen, die du dir vielleicht auch schon gestellt hast. Und um euch ein bisschen zu unterstützen, in eurem Trockentraining gut voranzukommen. Die erste Frage ist, liebe Alexandra, beim Trockentraining habe ich festgestellt, dass meine Zeiten viel schlechter sind als im Wasser und dass es mir trocken schwerer fällt, den Atem anzuhalten. Was können die Gründe dafür sein und hast du Tipps für mich? Ja, ganz, ganz klares Ja. Den meisten fällt es schwerer, trocken den Atem anzuhalten. Die Zeiten sind wesentlich schlechter oft als im Wasser. Das liegt hauptsächlich daran aus meiner Sicht, weil uns einfach der Tauchreflex ein bisschen fehlt beim Trocknen. Der Tauchreflex wird dadurch geweckt, dass wir das Gesicht in Wasser eintauchen, dass wir Wasser um die Augen, an den Wangen und so weiter spüren. Und dadurch fällt es uns im Wasser oft leichter. Bei den meisten ist es eben so, dass es trocken schwieriger ist. Aber mein Tipp ist ganz klar, bleib dran. Bleib am Trockentraining dran, denn es wird dir ganz bestimmt auch helfen, deine Zeiten im Wasser werden dadurch auch wieder besser sein, wenn du dann wieder im Wasser bist. Aber zweiter Tipp, bitte vergleiche deine Zeiten nicht. Ja, wenn du beim Trockentraining dranbleibst, wirst du da eine Steigerung feststellen und dann auch sehr wahrscheinlich mit einem besseren Wert im Wasser anfangen. Aber vergleiche die Wasserzeiten nicht mit den Trockenzeiten. Das macht null Sinn. Zweite Frage, reines Training nach Tabelle, also Luftanhalt nach Schema, wird mir mit der Zeit langweilig. Hast du Ideen, wie ich mein Training abwechslungsreicher gestalten kann? Auch hier ein ganz klares Ja und ich verstehe dich total. Immer das gleiche Schema, ist langweilig. Trockentraining ist aber viel mehr als reines, Luftanhalten nach Tabelle. Trockentraining kann auch ganz andere Bereiche umfassen. Die Frage ist, was möchtest du in deinem Freediving erreichen und was brauchst du dafür? Ja, ganz klar geht es darum, weniger Sauerstoff zu verbrauchen, die Laktattoleranz zu verbessern. Aber oft spielen auch andere Sachen mit rein, wie zum Beispiel Entspannung, wie zum Beispiel Körperwahrnehmung, wie zum Beispiel Druckausgleich. Und das sind alles Sachen, für die man trocken sehr, sehr gut üben kann. Und der Schlüssel ist einfach, dass du dein Training dadurch abwechslungsreicher gestaltest, dass du Übungen aus anderen Bereichen mit einbaust. Dritte Frage. Ich nehme mir immer wieder vor, trocken zu trainieren, aber nach ein paar Tagen fällt es mir schwer, wirklich dran zu bleiben. Dann kommt etwas dazwischen und dann gerät es wieder in Vergangenheit. Hast du einen Tipp, wie es mir leichter fällt, auch für längere Zeit dran zu bleiben? Ja, das kann ich mir vorstellen. Das Problem haben auch sehr, sehr viele. Mein Tipp, ganz klar, mach es nicht allein. Sprecht dich mit Buddies ab, trainiert gemeinsam. Ihr müsst nicht den gleichen Stand haben, ihr müsst nicht die gleichen Übungen machen, aber wenn ihr einfach sagt, hey, wir trainieren jetzt 2, 3, 4 Wochen trocken und ihr tauscht euch regelmäßig aus, dann wird es dir leichter fallen, dran zu bleiben. Oder trainier mit uns zusammen. Wir starten wieder am 8.3. mit unserem Trockentrainingsprogramm Apnea, wo wir auch zusammen trainieren. Und das motiviert einfach, das hilft, einen dran zu bleiben. Der zweite Punkt. Gestalte dein Training alltagstauglich. Klingt simpel, aber ich glaube, das ist eines der großen Probleme. Ja, Freediver nehmen sich vor, ha, ich mache jetzt jeden Tag eine Stunde und du hast wahrscheinlich einen genauso, ja, vollen Alltag wie ich mit Privatleben, mit Job, mit tausend Sachen, die man unbedingt machen muss, wo man sich darum kümmern muss. Und dann muss das Training einfach so gestaltet sein, dass es auch alltagstauglich ist, dass es in deinen Alltag reinpasst, dass es dir leichter fällt, dran zu bleiben. Der dritte Punkt, dritter Punkt ist, gestalte es abwechslungsreich. Das haben wir bei der letzten Frage schon gesagt. Mach nicht die gleiche Tabelle Tag für Tag für Tag für Tag, sondern überleg dir, hey, vielleicht kannst du dynamisches Training mit reinbringen. Vielleicht kannst du Entspannungstraining mit reinbringen oder zum Beispiel auch Druckausgleich ist was man super trocken üben kann. Also mach es einfach abwechslungsreich, dann wird es dir auch leichter fallen, dran zu bleiben. Wie gesagt, am 8.3., am Montag, startet unsere zweite Runde Apnea. Das wird die letzte sein vor dem Sommer, denn ich hoffe sehr, dass wir dann nachher endlich wieder in die Bäder und ins Freiwasser kommen. Wenn du Lust hast, mit uns gemeinsam zu trainieren, 6 Wochen, dann melde dich an.
und sei dabei. Wir gucken uns an, welche Trockenübungen überhaupt sinnvoll sind, damit du länger, sicherer und entspannter tauchen kannst, wie du dein Training so organisieren kannst, dass es deinen Freediving-Zielen dient und dass es alltagstauglich ist und wie du das Ganze auch so gestalten kannst, dass du Spaß dran hast, dran zu bleiben. Denn das ist auch super wichtig. Ich freue mich auf euch und habt eine gute Zeit. Nutzt die Zeit zu Hause, trainiert trocken, damit es endlich wieder richtig losgeht, wenn es wieder losgeht. Mach's gut, bleib gesund und bis bald. Tschüss!